eines der besten Bücher über das Krafttraining, welches du jemals lesen wirst. Hallo und herzlich willkommen bei Bildung am Sonntag, liebe Strandfiguren. Heute werde ich das Buch Differenziertes Krafttraining mit Schwerpunkt Wirbelsäule von Axel Gottlob rezensieren. Ich weiß, eigentlich ist ja heute schon lange dran gewesen von Precht, die Kunst, kein Egoist zu sein. Allerdings bin ich hier beim Buch noch nicht ganz fertig. Dieses Buch ist ein ziemlicher Wälzer, gerade für jemand wie mich, der jetzt humanistisch gesehen nicht die größte Bildung hat, ist das ein ziemlicher Wälzer und viele Abschnitte muss ich sehr genau lesen und öfters lesen, um sie genau zu verstehen. Und das wird nächstes Wochenende ein ziemlicher moralischer Rundumschlag. Also da werden die ganzen Moralapostel auch auf ihre Kosten kommen. Also so viel schon mal vorweg. Es wird ziemlich spannend, aber ich habe es noch nicht ganz fertig geschafft. Und gerade in einem Buch, wo es über Moral geht, habe ich mir gedacht, wäre es jetzt nicht sehr klug, eine Rezension zu machen, bevor ich das Buch zu Ende gelesen habe. Ja? Darum geht es heute, um eines der besten Bücher über Krafttraining. Warum? Komme ich zu dieser Aussage, schon bevor ich anfange, um den Inhalt zu sprechen. Nun, dieses Buch lehrt dir nicht nur sehr viele Inhalte über Krafttraining selbst, ja, also über die Hypertrophie, über Biomechanik, über die Zusammenwirkung zwischen einzelnen Übungen, über Vor- und Nachteile einzelner Systeme und so weiter, sondern es lehrt dich vor allem das differenzierte Denken generell. Ja, und das ist ja eine Fähigkeit, von der leider viele Menschen also nicht so oft Gebrauch machen. Und nur um ein ganz normales Beispiel aus dem Buch zu bringen. Es gibt ja im Krafttraining häufig diese Debatte zwischen, soll ich jetzt bei Übungen voll in die Streckung gehen? Ja, also soll ich im Prinzip jetzt zum Beispiel beim Bankdrücken die Ellbogen am Ende strecken oder leicht gebeugt lassen? Ja, dann gibt es dann manche Leute, die sagen, vollkommener Schwachsinn, du musst immer nur leicht gebeugt lassen, um die Spannung zu halten. Und außerdem ist es extrem ungesund, wenn du die Gelenke streckst. Ja? Andere wiederum werden dir sagen, nein, du musst immer die Gelenke ausstrecken. Du musst halt bei jeder Übung immer die volle ROM benutzen und so weiter. Und beide haben natürlich in manchen Fällen recht und beide haben in manchen Fällen Unrecht. Und deswegen ist halt diese Differenzierung immer so extrem wichtig bei allem, weil eben du dann merkst, hey, bei der einen Übung, wie zum Beispiel beim Bankdrücken, ist es vollkommen okay, ganz zu strecken. Aber wenn du jetzt zum Beispiel beim Larry Scott Curl Bizeps Curls machst, ja, ist aufgrund der biomechanischen Auswirkungen die Sachlage ganz anders. Wenn ich nämlich da jetzt den Ellbogen komplett strecke beim Runtergehen, dann komme ich in eine Zwangslage und durch diese Zwangslage wäre es dann für meinen Körper nicht mehr gesund und für das Gelenk, das komplett in die Streckung zu gehen. Und solche Sachen sind halt in diesem Buch wunderbar erklärt. Das heißt, man lernt nicht nur über den Inhalt beim Krafttraining zu differenzieren, sondern auch in anderen Bereichen dann, also wenn man jedenfalls seinen Grips und seine grauen Zellen ein bisschen anstrengt, ja. Grundsätzlich, das Buch beginnt mit ziemlich interessanten Aufräumen von diverser Mythen zum Thema Krafttraining. Also zum Beispiel dieser klassische Punkt, ja, Krafttraining und wer Kraft macht langsam, ja. Also sowas ist vielleicht für Bodybuilder und Pumper geeignet, aber für irgendwie einen Sprinter oder einen Kampfsportler ist Krafttraining total detrimentär, denn es macht langsam und so. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du eine gute Kraft hast, vor allem als Sprinter, hast du eine bessere Kraftübertragung. Deine Muskeln können im Prinzip schneller vom Boden wieder hochkatapultiert werden und du wirst ein schnellerer Sprinter, ja. Und genauso wie viele andere Mythen wie zum Beispiel, ja, Krafttraining schädigt der Wirbelsäule und so weiter. All diese ganzen Dinge werden hier sehr differenziert und genial wiedergegeben. Dieses Buch ist mittlerweile ein häufiges Nachschlagewerk für meine Videos, wenn ich irgendwas über das Thema Krafttraining bringe. Auch jetzt zum Beispiel dieser Punkt, also ihr seht ja, ich mache immer so ganz viele Notizen, die ich mir aufschreibe, was jetzt so die wichtigsten Dinger sind. Hier zum Beispiel, da habe ich noch damals aufgeschrieben, Seite 30, Krafttraining für Kinder und Babys, ja, ist das schädlich, ist das gut? Und auch hier hat man eine differenzierte Darstellung. Also das ist einfach der ganz klare Pluspunkt und das Ganze geschrieben von einem Typen, der es selber drauf hat, Axel Gottlob, der selbst sehr viel Krafttraining macht. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich irgendwo ein Foto von ihm habe. Also da sind, hier sind zum Beispiel, hier ist ein Foto von ihm zum Beispiel.
Peter Gottlob, deutscher Meister, und Axel Gottlob, deutscher Meister. Also er war deutscher Meister selber im Bodybuilding 1982. Ja. Also es ist jemand, der nicht nur rumlabert, sondern practice what you preach. Also der selber auch sehr viel trainiert und Ahnung hat. Ja. Dann geht das Buch also nicht aber nur um sozusagen um die Differenzierung jetzt beim Thema Mythen und Nicht-Mythen. Das ist im Prinzip also nur die Einleitung. Von daher wäre das total dem Anspruch nicht gerecht, wenn ich das nur darüber sprechen würde. Es geht sehr viel um die Biomechanik einzelner Übungen. Das heißt, man lernt erstmal diese ganzen Dinge, wie zum Beispiel, was ist eigentlich ein Hebelarm und ein Lastarm? Ja? Und was sind eigentlich unterschiedliche Belastungsformen? Also was ist eine Druckbelastung? Was ist eine Torsionsbelastung? Was ist eine Biegebelastung? Und wie wirken unterschiedliche Übungen auf einzelne Strukturen im Körper, auf die Muskeln, auf die Gelenke, Bradytrophes Gewebe und so weiter? Das heißt, man bildet sich hier mit diesem Buch extrem über diese typische Art von Krafttrainingslogik weiter, die jetzt irgendwie immer nur darum geht, ja, Handgelenke gerade oder nicht gerade und so, ja. Und ja, deswegen dieses Buch auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Es geht dann später wirklich auch noch um die Trainingsplanung, ja, um einzelne krafttrainingsspezifische Dinge, wie zum Beispiel halt Negativsätze, exzentrisches Training und so weiter. Und alles eben immer mit dem Schwerpunkt, wie gesagt, Wirbelsäule. Das heißt, ihr werdet hier auch diese ganzen Themen Kreuzheben und so weiter mit drin haben. Und ihr werdet auch zum Beispiel lernen, was ist jetzt eigentlich eine Kraftkurve und wie wirkt eigentlich die Kraft, wie wird Kraft übertragen und so weiter. Das heißt, also wenn man dieses Buch durchliest und schon eine Weile trainiert, dann wird man die ganze Zeit so eine Aha-Erlebnisse haben und so eine Aha-Momente. Ah, okay, deswegen ist das so, dass wenn ich jetzt beim Rudern zum Beispiel meine Füße nicht mehr, ja, hier meine deutschen Badeschlappen, wenn ich jetzt meine Füße nicht mehr vorne auf der Platte ab, sondern auf den Boden nehme, dass auf einmal mein Bauch viel mehr arbeiten muss und solche Dinge. Ja? Das heißt, es wird vieles erklärt, was man vorher noch nicht genau einordnen kann und was man danach sehr ja, konkret und einfach erklärt bekommt. Allerdings sind auch einige Punkte dabei, da muss ich ein bisschen warnen, die ziemlich schwer zu verstehen sind, wenn man sich vorher noch nicht mit Biomechanik und so weiter beschäftigt hat. Also es ist jetzt nicht ein Buch, was irgendwie, sag ich mal, für den absoluten Anfänger geeignet ist oder natürlich eigentlich auch geeignet, aber man muss einfach nachdenken. Es ist nicht ein Buch, was man einfach durchliest und dann sagt, ah geil, okay, cool, es ist eine gute Sache, sondern man muss halt wirklich sich einzelne Dinge angucken, dann nochmal vielleicht nachrecherchieren, dann nochmal durchgehen und so weiter. Ja. Dann hast du hier nochmal so viele Grundübungen mit drin, ja, also auch sowohl an Maschinen als auch halt an freien Gewichten. Da auch dann wieder die ganzen Vor- und Nachteile und so weiter sehr differenziert aufgeführt. Vorsicht bitte, dass er nicht gegen die Kamera läuft. Und was auch noch sehr interessant ist, ist, dass, willst du mitmachen? Buchrezension. Was auch interessant ist, zum Beispiel ein Punkt, der sehr häufig vernachlässigt wird, ist das ganze Thema Halswirbelsäule. Ja, alle konzentrieren sich halt die ganze Zeit beim Training immer auf Brust, Rücken und so weiter und lassen im Prinzip die Halswirbelsäule vollkommen außen vor. Und das wird hier auch nochmal sehr schön erklärt. Das heißt, es ist im Prinzip ein rundum eines der besten Bücher, die es gibt übers Krafttraining, sowohl vom Verständnis her als auch von der Anwendung. Sehr viele praktische Tipps und sehr viel Know-how einfach, was hier in diesem Buch drin steckt. Ja, das macht sich auch ein bisschen im Preis bemerkbar. Ihr müsst mal, ich empfehle euch das Buch hier unten zu einem Link bei Amazon. Da müsst ihr mal gucken, das geht, die Preise gehen immer so von 30 bis teilweise 60 Euro bei diesem Buch. Also ich habe es damals mir sogar gebraucht geholt. Es macht ja nichts, ein Buch einfach gebraucht zu holen. Dann sind dann ab und zu hier so ein paar Ecken und Enden irgendwie so ein bisschen abgestumpft. Aber das macht ja überhaupt nichts, weil das ist ein wirklich exzellentes Buch und es ist halt ein bisschen teurer, aber es lohnt sich, weil es halt eine Investition fürs ganze Leben ist und wenn man einfach ein sehr großes Wissen aufbaut. Wenn du dieses Buch also richtig durchgehst, ja, also richtig durcharbeitest, selber anwendest und durchprobierst, hast du mehr Ahnung als sage ich mal, 90% aller Trainer, die eine B-Lizenz gemacht haben. Ja? Weil hier einfach Inhalte drin sind, die in der B-Lizenz zum Beispiel gar nicht gelehrt werden.
Ja. Und deswegen meine absolute Kaufempfehlung, eins meiner Lieblingsbücher zum Thema Krafttraining, differenziertes Krafttraining mit Schwerpunkt Wirbelsäule, diesen Sonntag am Bildung am Sonntag. Und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Lesen weiterhin. Welches Buch liest du gerade? Post es mal unten. Ich habe schon einige Empfehlungen jetzt bekommen, die ich auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich mit einbauen werde. Zum Beispiel, ja, wie gesagt, das von Precht kommt dann auf jeden Fall nächste Woche, versprochen. Der moralische Rundumschlag, haltet euch fest. Ja. Dann kommt da auf jeden Fall noch das Buch Die Weizenwampe. Das habe ich mir jetzt gekauft. Und ja, dann werden wir mal sehen, was auch alles ansteht. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns am Strand. Mach Winke, Winke. Und beim nächsten Video, dein Kolja Barkhorn. Dein Leon Barkhorn. Und ciao.